Hier ist eine Inschrift. Ambulate dum lucem habetis. Geh, während du Licht hast. Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Der Spiegel ist staubig. Ich helf dir rauf. Hey, hat geklappt. Das Licht zeigt da entlang. Was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Lara! Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Diese Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Das muss Station 4 sein. Sehen wir uns mal die Fresken an. Diese Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Ich krieg's hin. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Oh, Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien. Ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Es
Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Trifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Was ist hier bloß passiert? Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann... Boom. Keine Zeugen. Das muss die Schatulle sein. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Hm.
Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Amaru! Halt! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Onoratus, die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feiger, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara? Wie viele hast du auf dem Gewissen, hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Aus dem Weg! Hey, Bewegung, los, los! Verstanden, Commander. Ja, Sir.
War das Rook? Der gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein! Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Zurück zu Cairn und alles ist vorbei. Was ist los? Sie ist verrückt geworden! Er ist verrückt! Das war lächerlich. Was ist passiert? Feuer! Verdammt! Hast du eine Ahnung, wer wir sind? Hier spricht Rook. Croft wurde im Hof gesichtet. Wiederhole, euer Sekundärziel ist die Neutralisierung von Croft. Sie ist allein in der Kirche geblieben? Da drin herrschte Chaos. Natürlich, aber es ist Croft. Es gab Wichtigeres, um das wir uns... Was ist passiert? Bei den Göttern! Bei den Göttern! Was hat er nur? Er war dem Druck nicht gewachsen. Verdammt! Was ist los? Verdammt, was geht hier vor? Was ist von Jonah, wo bist du? Ich bin im Zuckerrohrfeld. Sie sehen mich nicht. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. Zuckerrohr alle Einheiten. Höchste Priorität. Findet Lara Croft. Ihr habt den Commander gehört. Weidmanns Heil. Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen. Aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Attackier! Weiter Feuer! Jetzt dauert es nicht mehr lange. Das treibt uns in den Versteck. Ja. Was ist das?
weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen, aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Hey, wo bist du? Oh, das gefällt mir nicht. Hey, weißt du, in einigen Fässern ist noch rum. Verdammt, Jameson, mach deinen Job. Sie vergisst etwas und das bricht ihr den Hals. Kann ich dir helfen? Was soll die Scheiße? Na? Was? Was ist das? Ja. Warum hat er dich verstanden? Ich sehe gar nichts. Los geht's. Ich übernehme die Spitze. Sein Schmerz. Die Mission war zu viel für ihn. Oh, Scheiße. Ich sehe mich lieber mal um. Ja. Jetzt für meine. Sie verblutet! Ich hab sie blockiert. Schwer verletzt. Ziel neutralisiert. Wir haben sie. Kraft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen. Aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Ich kann nicht mehr tragen. Jetzt. Ich hab hier was! Macht euch kampfbereit! Attacke! Oh mein Gott! Ja. Schuss! Hey, nicht mehr lange durch! Erledigt. Tod bestätigen und melden. Kraft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen, aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Sie hält sich für klug. Dabei weiß sie überhaupt nichts. Hey, wo bist du? Oh, das gefällt mir nicht. Was ist das? Hey. Verdammt, Jameson, mach deinen Job. Ich muss lockerer werden, bin zu angespannt. Sie vergisst etwas und das bricht ihr den Hals. Auch an deiner Position. Macht euch kampfbereit. Roger, Team. Wenn ihr was seht, eröffnet das Feuer. Wir kriegen sie. Ist nur eine Frage der Zeit. Ich sehe mich weiter oben um. Bleibt möglichst dicht zusammen. Sie gehört uns. Suchergebnis negativ. Dort vielleicht. Da drüben! Ich komme uns! Ich versuch's von der Seite. Los jetzt! Du wirst gleich gar nicht rennen, das ist dir klar, oder? Wir holen sie von hinten. Schießt alles auf! Die Munition ist alle! Das Treppchen ist versteckt. Cardinal Six, wir haben Sichtkontakt zu Croft. Sie ist bei der Brennerei. Deacon Team, Einsatz.
Recons im Einsatz, Commander. Wir holen sie uns. Schatulle! Nein! Jonah! Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alles bestens. Jonah! Oh Gott! Bereit? Oh ja, alles klar. Bin okay. Was zum Teufel sollte das? Wär ich du, wär's gut gegangen. Die kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. War das blöd. Pam. Hier Cardinal One. Triebwerksausfall auf 500. Scheiße! Versuche Kaltstart. Scheiße! Moment noch! Empfang. Scheiße! Ja, durch das Haus! Cardinal One, komm! Hier ist Cardinal One! Motor läuft wieder, alles bestens! Nein. Zentrale, hier Cardinal One. Alle Systeme in Betrieb. Sind auf Kurs Richtung 327. Verstanden. Nur eine Chance.
Wie weit ist es noch bis Paititi? Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Eure Hoheit? Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie. Aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Das wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Bitte, nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank. Ich versuche, Uchu zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay.